Für diesen nun ein bisschen abstrakteren zweiten Teil ist es günstig, wenn Sie im Vorhinein schon vertraut sind mit den grundlegenden Eigenschaften zumindest von Ringen und Körpern. Im zweiten Teil werden wir die abstrakte Definition für Polynome mit Koeffizienten aus einem Körper K geben und Eigenschaften besprechen. Zunächst erinnern wir daran, was wir im Fall von Polynomfunktionen von R nach R hatten. Also für f und g solche Polynomfunktionen, von den reellen Zahlen in die reellen Zahlen. Die waren eben gegeben in so einer Form f von x, Summe a j, x hoch j und g von x ähnlich mit Koeffizienten bj. Und die Summenfunktion, haben wir gesehen, hatte Koeffizienten aj plus bj, war also auch eine Polynomfunktion. F mal g war ebenfalls eine Polynomfunktion und die Koeffizienten haben sich zusammengesetzt aus der Summe über ak mal bl, wobei k plus l gleich j ist. Spezifisch für den Fall k gleich r war die Eigenschaft, dass f gleich 0 ist, genau dann, wenn jedes aj gleich 0 ist, also alle Koeffizienten verschwinden. Das heißt zumindest in dem Fall mit k gleich r könnte man auf die Idee kommen, das x eigentlich zu ignorieren. Und es kommt eigentlich nur auf die Koeffizienten an. Das versuchen wir jetzt im Abstrakten einfach nachzubilden. Also das heißt, f entspricht jetzt eigentlich nur der Folge von Koeffizienten a0, a1 und so weiter bis zu am höchstens. Und dann gibt es nur mehr Nullen, wenn ich so will. G entspricht einer Folge von Koeffizienten b0 und so weiter bis zu einem bn und auch dann nur mehr Nullen. In der abstrakten Definition gehen wir also von der Menge aller solcher Folgen aus, also k von x, wobei wir hier groß x schreiben, um es nicht mit den Polynomfunktionen zu verwechseln, ist die Menge aller Folgen der Form a0, a1 und so weiter, die aber nur an endlich vielen Stellen ungleich 0 sind. Also aj ist aus k und ab einem gewissen Index m weiß ich, dass alle aj, die drüber stehen, mit Index 0 sind. So ein Polynom P schreiben wir als solche Folge auf und Q sei ein anderes Polynom mit B0, B1 und so weiter. Also das nennen wir die Menge der Polynome mit Koeffizienten aus K. Und wir definieren jetzt die Summe von P und Q einfach komponentenweise A0 plus B0, A1 plus B1 und so weiter. Bekommen also ein Polynom, also eine Folge mit endlich vielen Stellen nur ungleich 0. Für das Produkt, da definieren wir P mal Q als jene Folge mit Koeffizienten CJ, für die wir die oben gefundene Formel nun zur Definition erheben. Also Summe war AK mal BL und K plus L ist gleich J. Da kann man sich jetzt überlegen, dass wenn das J eben groß genug ist, hier immer 0 rauskommen muss, ja, weil ja auch die AK und BL 0 sind für große Indizes. Das heißt, P mal Q ist auch ein Polynom in diesem Sinne. Und es ist jetzt nicht schwierig zu zeigen, dass k von x mit dieser Addition und der Multiplikation, die wir gerade angegeben haben, ein kommutativer Ring ist. Was ist das Nullelement? Na, das ist die Folge, die lauter Null-Einträge hat. Also nennen wir es gleich Null. Und dieser Ring hat auch ein 1-Element bezüglich der Multiplikation, also ein neutrales Element. Das ist einfach 1, 0, 0, 0 und so weiter. Also nennen wir das 1, wie man sehr leicht nachprüft. Also diese Menge k von x von Polynomen ist zwar recht abstrakt, aber sie hat folgenden Vorteil. Wir haben eine Definition eingebaut, dass p gleich q nur sein kann, dann und nur dann, wenn alle Koeffizienten übereinstimmen, weil es ja die Menge von Folgen mit endlich vielen Stellen ungleich 0 nur sind. Also gilt Koeffizientenvergleich hier per Gewalt, könnte man sagen. Wir haben es einfach von Haus aus eingebaut. Eine kleine Spielerei in dem Zusammenhang, sei x das Element 0, 1 und dann wieder lauter Nullen folgend. Wir setzen x hoch 0 gleich 1 an, also die Folge 1, 0, 0 und so weiter. Das x hat an der, sagen wir, nullten ersten Stelle einen 1 und sonst 0. Ne? Was ist x Quadrat? Da schreiben wir das nebeneinander auf und multiplizieren. Und die Formel für die CJ im Produkt, das wir vorher definiert haben, ergibt die Folge 0, 0, 1, 0, 0. Das heißt, hier ist jetzt an der, wenn man so zählt, 0, 1, zweiten Stelle ein 1 und sonst 0. Also ein Polynom mit Koeffizienten aj kann man in dem Sinn, kann man sich überlegen, schreiben als a0 mal 1 plus a1 mal x, a2 mal x Quadrat und so weiter. Der entscheidende Begriff für uns ist jetzt aber die zugeordnete Polynomfunktion.
Also p ist gegeben, so wie oben. Dann ist fp als Funktion von k nach k definiert, indem an der Stelle x, x aus dem Körper k, einfach a0 plus a1 mal x und so weiter bis zu am mal x hoch m ausgerechnet wird und einen Wert aus k gibt. Also in dem Beispiel, das wir hatten, da würde es also dem Polynom 4x der dritten minus 2x plus 5, das ist also der Folge 5 minus 2, 0, 4 und dann lauter 0 entspricht, allen Polynomen mit Koeffizienten aus r, dem entspricht jetzt die Polynomfunktion von r nach r, eben x wird zugeordnet 4x der dritten minus 2x plus 5, wobei hier das kleine x für ein Element aus r jeweils steht. Wir werden aber jetzt in den Darstellungen wieder auch zu einem kleinen x statt groß x übergehen, einfach aus Bequemlichkeitsgründen. Das heißt, wir schreiben a0, a1, x und so weiter, am mal x hoch m für ein Polynom p mit Koeffizienten aus k. So kommen wir zum Begriff des Grades eines Polynoms. Was ist der Grad eines Polynoms, das nicht das Nullpolynom ist? Also p soll ungleich 0 sein in der Definition. Das heißt insbesondere, es gibt mindestens einen Koeffizienten aj, der nicht 0 ist. Ja, das ist hier zu beachten. Für diesen Fall machen wir folgende Definition. Wir schreiben deg, so wie degree von p, Grad von p, der soll m sein, falls eben der maximale Index j ist mit aj ungleich 0. Dass eine Folge mit endlich vielen Stellen ungleich 0 ist, gibt es so einen maximalen Index. Wenn also das p von dieser Form ist, mit der Darstellung Koeffizienten aj bis zu einer am mal x hoch m, dann gilt, dass der Grad von p gleich m ist, genau dann, wenn das am ungleich 0 ist. So wollen wir diese Darstellungen verstehen. Ja. Wenn ich zwei Polynome habe, p und q, die beide nicht das Nullpolynom sind, dann sieht man relativ flott, kann man sich überlegen, dass der Grad vom Produkt von p mal q die Summe der Grade ist. Das ist eine sehr praktische Formel für später. Naja, warum ist das so? Wenn das p mit Koeffizienten a0 bis zu am gegeben ist und wir nehmen jetzt an, dass am ist ungleich 0, das heißt der Grad ist m und bei q ähnlich mit Koeffizienten bj, aber Grad ist n, also bn ist ungleich 0. Also haben wir Grad von p gleich m und Grad von q gleich n. Ja, was ist das Produkt? Wir rechnen das aus und wir schauen nur auf die höchste vorkommende Potenz. Das ist x hoch m plus n und das hat den Koeffizienten am mal bn, der aber ungleich 0 ist. Also ist der Grad vom Produkt gleich m plus n und das war ja die Behauptung. Wir können eine Folgerung ziehen ganz schnell, wenn p mal q das Nullpolynom ist, dann muss p oder q 0 sein. Also gibt es keine sogenannten Nullteiler in diesem Polynomring. Mit Hilfe der zugeordneten Polynomfunktion können wir jetzt auch definieren, in welchem Fall Lambda aus k Nullstelle von p ist. Nämlich einfach, indem ich einsetze fp von Lambda und wenn da 0 rauskommt, dann ist das eben eine Nullstelle. Wir können folgende Behauptung anschließen. Wenn wir eine Nullstelle Lambda haben von einem Polynom, das nicht das Nullpolynom ist, dann kann ich den Linearfaktor x minus Lambda abspalten. Es gibt also ein Polynom q, sodass p von der Form x minus Lambda mal q ist. Und der Grad von diesem Polynom q ist eben um 1 weniger als der von p. Zum Beweis nützen wir einfach aus, dass fp von Lambda 0 ist, also ist p gleich p minus fp Lambda. Das schreiben wir jetzt an, das p ausführlich ist also von der Form a0 plus a1 mal x und so weiter. Und fp Lambda ist ein ähnlicher Ausdruck mit Lambda statt x. Und wenn wir zusammenpassende Koeffizienten kombinieren, dann kriegen wir also a0 minus a0 gibt 0 plus x minus Lambda mal a1. Dann das a2 haben wir mit x² minus Lambda². Naja, und bei der höchsten, beim höchsten Koeffizienten am haben wir davor x hoch m und Lambda hoch m, die Differenz also. Und da sehen wir können x minus Lambda herausheben aus x² minus Lambda² und auch aus dem Term x hoch m minus Lambda hoch m. Kriegen wir eben dann einen Faktor mit x hoch m minus 1 und fallende Potenzen von x. Das heißt, letztlich können wir x minus Lambda auf jeden Fall herausheben. Und es bleibt übrig ein Ausdruck von dieser Form a1
plus x plus Lambda mal a2 und am Schluss eben ein gewisses Polynom von Grad höchstens m minus 1 mal dem Koeffizienten am. Das heißt, generell ist das in der zweiten Klammer ein Polynom, das wir mit q bezeichnen. Der Grad von diesem Polynom ist m minus 1, falls eben das am ungleich 0 ist, wie wir sehen, also falls der Grad von p gleich m ist. Das ist genau wie behauptet. Wir haben also p geschrieben jetzt als x minus lambda mal q und q hat Grad m minus 1, wenn p den Grad m hatte. Also wir haben gezeigt, wenn wir eine Nullstelle haben, können wir x minus lambda abspalten. Das können wir ausnützen in dieser Folgerung, die wir aufschreiben. Wenn p ein Polynom ist, mit Koeffizienten aus k. Es ist nicht das Nullpolynom und sagen wir, der Grad von p ist m, dann kann p höchstens m verschiedene Nullstellen besitzen. Das ist eigentlich nur eine sukzessive Anwendung der obigen Behauptung. Also wenn Lambda 1 eine Nullstelle ist, kann ich einen Faktor x minus Lambda 1 abspalten mit einem Polynomfaktor q1, der Grad m minus 1 hat. Falls Lambda 2 eine weitere Nullstelle ist, verschieden von Lambda 1, dann kann ich auch noch den Faktor x minus Lambda 2 abspalten und kriege also einen zusätzlichen polynomialen Faktor q2 in dieser Darstellung. Und der Grad von dem q2 ist aber eben m minus 2. Naja, und diese Prozedur stoppt natürlich spätestens nach m Schritten mit einem qm, das dann Grad 0 hat. Es kann auch vorher schon stoppen, aber spätestens nach m Schritten ist es auf jeden Fall bei 0 angelangt. Damit haben wir diese Folgerung auch bewiesen.